Herzlich willkommen zur nächsten Murdered Soul Suspect Episode hier auf Reaper Games for You. Ich bin Suivo und wir haben ja zuletzt den ersten Teil der Hinweissuche abgeschlossen und müssen jetzt hier durch ein Fenster dem Mädchen hinterher. Wo war denn das blöde Fenster nochmal? Hier ist es, glaube ich. Ich muss die Untersuchung abschließen, bevor ich hier weg kann. Okay. Wohin ist das Mädchen gegangen? Ah, den können wir beeinflussen. Okay, was würde ihn dazu bringen, die Akte zu bewegen? Okay, hier gibt es also noch was wir finden können jetzt scheinbar. Dadurch, dass wir hier den ersten Teil abgeschlossen haben. Müssen wir mal gucken. Geht also jetzt weiter scheinbar dadurch, dass wir das gemacht haben. Ich weiß ja, dass sie hier rausgegangen ist, vermutlich. Bisschen abgedreht. Wie kann ich ihn dazu bringen, dass er die Akte bewegt? Das ist eine gute Frage. Wie können wir hier noch was finden? Ob wir hier noch was machen können? Das hier ist keine Party. Es soll ein Mord aufgeklärt werden. Gedankenwesen ist mir relativ wurscht, wie ich verstehe. Das haben wir ja alles schon gemacht bei denen. Gibt's nichts Neues. Das hier sieht so kackendreist aus. Hier muss da irgendwas sein. Die sind auch so ein bisschen seltsam. Okay. Wie kann ich ihn beeinflussen, damit er die Akte bewegt? Das da vielleicht? Das ist es nicht. Okay. Wie kann ich ihn dazu bringen, die Akte zu bewegen? Okay, jetzt wird es ein bisschen kacke. Wie könnten wir ihn dazu bewegen, die Akte zu bewegen, zu benutzen? Das hier vielleicht, aber ich weiß nicht, was es halt ist. Das müssen wir ja vorher kriegen können, sonst könnten wir es nicht auswählen. Das heißt, wir müssen erst noch irgendwie die Akte irgendwas machen, damit wir die Geschichte da kriegen. Der die Akte da bewegt. Was können wir denn da noch machen? Nicht so gut. Ich habe wieder mal die Rennstrecke vor der Haustür, warum auch immer. Ich hasse es. Das sind wie die Bekloppten, die hier Auto fahren. So. Was ist denn hier noch? Ich habe keine Ahnung. Wie könnte er die Akte bewegen? Mann, wir müssen die Mieter finden. Die Mieter. Wenn sie noch leben. Wie könnten wir ihn dazu bringen? Der Koffer vielleicht. Nee, auch nicht. Okay, habe ich jetzt dreimal falsch gelegen. Okay, habe ich jetzt einfach eins zurückbekommen oder was? Das ist ein Schwachsinn. Das ist es auch nicht. Kann ich jetzt im Prinzip einfach alles ausprobieren oder was? Macht doch gar keinen Sinn. Das ist ein Schwachsinn. Wahrscheinlich ist das echt das, was ich noch nicht habe. Super geil. Ist jetzt einfach nur ein blödes Rumprobieren. Weil ich wissen will, ob das jetzt das ist, was ich brauche oder nicht. Weil dann muss ich definitiv weitersuchen. Das ist alles Schwachsinn. Das ist 100% das, was mir noch fehlt. Oh Mann, was fehlt mir denn da aber noch? Also fehlt mir tatsächlich das Ding, damit er da was macht. Wohin ist das Mädchen gegangen? Wir haben es doch schon herausgefunden. Sie ist durch das Fenster abgezischt.
Wie ist dieses Fenster abgezischt? Wie kriege ich jetzt aber einen Beweis dafür, dass er da durch abgezichelt ist? Das ist so ein bisschen die Frage. Okay. Das hätte mich auch gewundert. Es war ja klar, dass ich da nicht das Ding, das nötige Ding dafür haben kann, weil es war alles unlogisch. Wo kriegen wir jetzt wieder einen Hinweis her, der den irgendwie was bringt? Wie bringt er uns weiter? Ah, fuck. Das kann's doch nicht sein, oder? Das ist doch ein Witz. Das ist doch ein Witz. Ärger mich doch nicht, ey. Ich sollte Rex dieses Foto für die Vermisstenmeldung geben. Okay. Fokussieren. Einige Objekte lösen bei Ronan einen Flashback aus, folge den Geräuschen, die die stärkste psychische Energie kennzeichnen. Was macht denn jetzt hier Geräusche? Ich höre leider gar nichts. Das verstehe ich nicht. Vielleicht steht ein Foto eines jungen Mädels vor der riesigen Kirche. Vielleicht wegen den Glocken, der Priester vielleicht. Ich nehme den einfach mal. Vater, gibt es einen Ort, an dem ich bleiben kann? Nur für eine Weile? Oh, natürlich, Liebes. Die Kirche ist immer da, um zu helfen. Ah, okay. Konnten die Glocken einfach der Priester darstellen? Ja, gut, dann haben wir ja jetzt alles. Aus dem Fenster geflogen, auf der Straße erschossen und du siehst dich nicht mal nach Zeugen um? Okay. Dieses Mädchen ist meine einzige Spur. Ich muss sie finden. Alles klar. Finden Sie die Spur des Mörders abgeschlossen. Also haben wir das hier geschafft, so wie es aussieht. Suche in der Wohnung nach Hinweisen. Das haben wir auch abgeschlossen. Verlasse die Wohnung. Ja gut, aber dann müssen wir ja, ganz ehrlich, wir haben ja hier noch einen anderen Mord zum Aufklären, der da im ersten Stock passiert ist irgendwie. Dann müssen wir erstmal noch in den ersten Stock gehen. Weil den würde ich ja doch ganz gerne noch irgendwie aufklären. Wie komme ich denn hier wieder zurück? Hier geht's runter. Im ersten Stock war das mit dem Mord. Gehen wir nochmal nach unten. An dem Mädchen, das wir helfen sollten. Das braucht ein paar Freunde. Jemand okay. Anderen, der seinem Gejammer zuhört. Was ist das da? Sammeln. Infos zu meinem Mörder, okay. Hier gibt es hier noch mehr zu finden, als ich anfangs gedacht habe. Antwort finden. Da fehlen uns immer noch 4 Hinweise. Also Antwort finden ist erstmal Schwachsinn. Wir müssen, wenn dann, versuchen noch mit dem hier was anzustellen. Das interessiert ihn gar nicht. In der Glotze ist der Blick auf die Straße besser. Okay. Das ist ein guter Ansatz. Welchen was würde seine Erinnerung auf die Sprünge helfen? Wenn dann die da. Okay, das ist nett. Dann versuchen wir es damit einfach auch noch. Weil ich denke nicht wirklich, dass es das ist. Doch, das ist es tatsächlich. Das Mädchen ist zusammengeklappt wie Papier, als Royce sie geschlagen hat. Ich kann immer noch nicht glauben, dass sie tot ist. Es ging so schnell. Ich habe Grace noch nie so durchgedreht gesehen. Okay. Muss der Schlafmangel gewesen sein. Gott sei Dank ist es vorbei. Endlich kann ich in Ruhe fernsehen. Umgebracht. So wie es aussieht.
ist auch der Mordgeschichten-Ding. Ich habe eigentlich gedacht, dass das, oder? Das könnte auch die Werkzeuge sein. Nee, okay. Da haben wir es versaubeutelt quasi. Versuchen wir es mit dem letzten, das noch übrig ist. Endlich Ruhe und Frieden. All ihre Partys. Soll jemand bei der lauten Musik schlafen? Das ist ja krass. Ich glaube, sie hat Drogen genommen. Walter war auch so müde. Ihm sind auf den 8 Kilometern zum Smithwick-Steinbruch fast die Augen zugefallen. Ich konnte kaum glauben, dass er um die Uhrzeit einen Bolzenschneider auftreiben konnte. Wenigstens ist wie krass die sind, ey. Schluss. Jetzt können wir endlich schlafen. Wie krass die sind. Aber das ist ja noch nicht genug. Aus dem Fenster starren? Wozu soll das schon gut sein? So haben wir jetzt hier einige neue Informationen bekommen. Was für ein armseliges Exemplar eines Mannes. Kommt nicht aus dem Sessel. Ja, ich würde den Sessel auch mehr wenn als du irgendwelche Leute umbringst, Alter. Was geht denn hier ab? Die stellt Anforderungen. So, erzählen uns ja immer noch 2 Hinweise. Hier haben wir noch was. Okay. Zeitung. Break in at Quarry. Quarry. Okay. Das hatten wir da. Oh, hier ist noch was. Ansehen. Notiert jetzt. Hier, jetzt haben wir 5 von 5 Hinweisen. Okay, jetzt müssen wir die Antwort finden können. Was ist mit der Leiche des Mädchens passiert? Gucken wir uns das jetzt mal an. Der Kinder brechen ständig in den Steinbruch ein. Warum ein Interesse für dieses Einbruch zeigen? Welche sind die wichtigsten Hinweise? Zieht seines Nachbarn. Ihr Nachbar hat die Stadt in aller Eile verlassen. Vielleicht hatten sie etwas damit zu tun. Das auf jeden Fall. Hä? Hat die Reihenfolge der Ereignisse, okay. Nehmen wir das mal. Dann. Das hier auf jeden Fall. Und das hier. Ja, gut. Anscheinend konnte Grace die Partys des Mädchens nicht mehr ertragen, also hat sie umgebracht und ihr Mann hat die Leiche im Smithwick-Steinbruch verschwinden lassen. Ja, easy peasy, ne? Würde ich ich sollte zurückgehen und ihr Bescheid geben. Weiß ich nicht, ob ich da wirklich hingehen sollte. Das ist ja jetzt nicht so die allerbeste Neuigkeit, wenn man ehrlich ist, aber okay. Hier war die irgendwo. Hier, genau. Geben wir mal die Hilfe. Du kannst deine Leiche nicht im Gebäude finden, weil sie nicht hier ist. Du musst zum Smithwick-Steinbruch, ungefähr 8 Kilometer von hier. Na super. Oh, warum haben sie es getan? Deine Partys haben sie nachts wach gehalten. Der Schlafmangel hat sie durchdrehen lassen. Das ist ja eine geile Ausrede. Ich habe sie bloß für verbittert gehalten. Ich hätte nie gedacht, dass sie das tun würden. Die ist ja geil Danke drauf. Danke für ihre Hilfe. Es ist so eine Erleichterung, Bescheid zu wissen. Was für ein Schwachsinn. Kein Problem. Wissen Sie, ich mochte Cops nie besonders. Sie haben mir immer erzählt, wie ich mein Leben versaue. Die haben mich einfach nicht verstanden. Aber Sie ja, haben unheimlich. Sich wirklich für mich eingesetzt. Ich bin ja auch tot. Ich hätte wahrscheinlich auf Ihre Ratschläge hören sollen. Vielleicht wären die Dinge dann anders gelaufen. Wahrscheinlich. Nochmals danke. Gut, da haben wir dir auch geholfen. Was passiert hier? Verschwunden ist sie. Dafür gibt's keine Trophäe oder was? Okay. Die fehlende Leiche, Trophäe erhalten. Das Dings haben wir ja auch abgeschlossen, den ganzen Spaß. Da müssen wir jetzt eigentlich ja nur noch raus hier. Weil also diese Sammelobjekte haben wir alle gefunden. Das hier ist halt so ein bisschen fraglich, ob wir davon noch mehr finden könnten. Aber das ist mir auch relativ egal. Ich spiele das Spiel jetzt nicht, um alles irgendwie zu finden. Ich versuche so viel wie möglich zu finden. Und damit bin ich auch schon zufrieden. Meiner Meinung nach muss man, wenn man sowas spielt, wo dann so viele versteckte Sachen sind, irgendwo dann auch ein bisschen nach Spieleberater oder Guide spielen und das mag ich überhaupt nicht. Weil finden wird man meistens alles alleine sowieso nicht. So, jetzt können wir hier verlassen. Ich hoffe, dass das Spiel auf jeden Fall so eine Kapitelauswahl hat. Das wäre ganz praktisch am Ende. So viel Platin-Trophy. Ansonsten Pech gehabt, würde ich sagen. Mal schauen,
Aber es sieht halt unglaublich geil aus, muss ich sagen. Ich weiß, es kann mich nicht umbringen, aber ich hasse Höhlen trotzdem. Recht hat er, der gute Kerl. Okay, da lädt er was. Mal gucken, was passiert. Wir müssen jetzt irgendwie zur Kirche, zu dem Priester, weil da das Mädel sich wohl versteckt hält. Mal schauen. Verlasse die Wohnung. Das haben wir erledigt. Finde die Zeugin. Die Zeugin ist mein einziger Hinweis. Ich muss sie finden. Die Kirche ist meine größte Chance. Okay. Neues Ziel. Begib dich zur Kirche. Die Frage ist, ist hier irgendwie noch was? Wie kommen wir zur Kirche? Hier ist, denke ich, nichts mehr. Hier waren wir schon. Ich denke mal, dass wir hier rum müssen. Ach, da ist ja so noch so ein Marker Richtung Kirche. 20 Meter. Hier ist auf jeden Fall Zeugs. Enthüllen. Mein Leben überrennt. Der Tag, an dem alles für mich starb. Okay. Mein Leben 1 von 7. Okay. Guck mal, was ist da euch los? Sieh es ein. Baxter hat ihn gehasst. Okay. Das beruhte aber auf Gegenseitigkeit. Ronan hatte Ecken und Kanten. Aber Baxter ist auch nicht gerade Kuschelbär. Ja, aber du glaubst doch nicht, dass er... Ich meine, einen anderen Cop? Oder sonst wen? Nee, der war das schon nicht. In diesem Job bin ich mit jedem Tag weniger überrascht, wozu Leute so in der Lage sind. Das kann ich mir vorstellen. Da kann ich nichts machen, okay. Da kann ich wohl nicht durch oder nicht rein. Da geht's auch nicht rein. Hier ist aber noch irgendwas. Sammeln. Und Baxter schikaniert. Julias Gedanken. Oder Julia, wie er sie genannt hat, ist ja Englisch. In dem Moment. Kirsche, hier geht's rum, da geht's nicht durch. Können wir hier rein? Nein. Hier können wir auch nichts machen, hier können wir nicht rein. Da geht's nicht rum. Hier können wir nicht rein. Wir müssen tatsächlich erstmal hier rumgehen. Was ist da los? Hier ist doch bestimmt irgendwas. Ah ne, da geht's zur Kirche, denke ich. Wir gucken uns erstmal hier noch rum. Da ist doch. Oh ne, es ist nur ein Papier, das rumfliegt. Hier noch irgendwas? So eine komische Ecke hier, die ist ein bisschen verwirrend, muss ich sagen. Da versteckt sich doch meistens irgendwas, aber irgendwie diesmal nicht. So wie es aussieht. Sieht auch so ein bisschen komisch aus mit diesen Zeichen da jedes Mal. Naja, gut. Ach du Scheiße, gibt's hier Dämonen oder was? Und da ist irgendwas am Leuchten. Da muss also irgendwie was sein, eigentlich. Kann ich denn... Ah, ich habe eine Idee. Okay. So funktioniert das. Perfekt. Das ist also nur, um den Scheiß hier zu sammeln. Diese Geistergeschichten hier. Was war das? Enthüllen. Ah, okay. Gibt's noch eine... Geisterhafte Bilder. Okay. Das ist ja cool gemacht, definitiv. Aber ich würde auch sagen, wir sind schon wieder bei 19 Minuten. Die Zeit geht so schnell rum bei dem Spiel. Machen wir einen Cut an der Stelle. Ich bedanke mich immer fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und bis dann.